Hallo, ich bin der Clemens und das ist der Nord- und Oststartplatz auf der Choralpe in Westendorf in Tirol. Ja, Nord- und Oststartplatz, die werden in diversen Apps oft gerne als zwei verschiedene Startplätze geführt. In Wirklichkeit ist das ein Startplatz, der halt beide Richtungen ermöglicht. Hier geht es nach Norden und man sieht schon, da geht es relativ steil hinunter. Also die Tandempiloten, die gehen da gerne ein bisschen weiter runter zum Auslegen, weil die wollen schnell mit ihren Passagieren in der Luft sein, auch wenn die mal nicht so gut laufen. Aber als Soloflieger tut man gut, hier ein bisschen weiter oben auszulegen. Dann hat man auch noch die Möglichkeit für einen Startabbruch. Der Startplatz oder ja, die Startbahn sozusagen nach Osten, die ist gleich hier nebenan. Gerade noch ein bisschen Schnee drauf. Eine Skipiste, die dann relativ flach hier gegen Osten hinübergeht. Sehr schöner Startplatz. Hier Richtung Süden. Die flache Piste, da kommt man hinunter, wenn man von der Gondel kommt. Man sieht immer wieder, dass da oben auch Leute auslegen, gerade bei Nordwind, und dann hier raus starten. Das kann zwar bei bewölktem Himmel ganz okay sein, aber wenn es thermisch ist, dann ist hier links ein Kessel, der Ostkessel, da kann es brutal hochblubbern, die Lehthermik bei Nordwind. Und ja, dann sieht man hier zum Teil heftige Klapper. Also besser ein Stück runtergehen und hier zum richtigen Startplatz. Hier Richtung Richtung Nordwesten sieht man den wunderbaren Kegel der Hohen Salwe.